Wenn Sie bis hierhin neben den Clips immer auch selbst ein bisschen ausprobiert haben, dann haben Sie vielleicht die eine oder andere Fehlermeldung bekommen, die ungefähr so aussieht wie die aus dem Clip zur Groß- und Kleinschreibung. Was heißt das? CQP kann in solchen Fällen nicht interpretieren, was Sie dem Programm sagen möchten. Also schauen wir uns jetzt hier genauer an, was passieren kann, warum das passiert und wie Sie die Fehlermeldung interpretieren. In diesem Fall hatten wir ja zwischen dem Operator %C ein Leerzeichen gelassen. So erkennt CQP den Operator also nicht, weil CQP den Operator nur als Ganzen kennt. Die Fehlermeldung selbst sagt, dass es sich um einen Syntaxfehler handelt und offenbar erwartet CQP nach dem Ausdruck in Anführungszeichen ein Semikolon. Kleiner Exkurs zu diesem Semikolon. Vielleicht haben Sie auch schon gemerkt, dass am Ende einer Abfrage ein Semikolon auftaucht, nämlich dann, wenn wir eine Suchanfrage neu aufrufen. Also wenn ich nach the in Groß- und Kleinschreibung suche und die Suchanfrage neu aufrufe, dann steht hier am Ende ein Semikolon. CQP braucht das Semikolon, um zu erkennen, dass ein Befehl zu Ende ist und ausgeführt werden soll. Also eigentlich müssten Sie bei jeder Anfrage ein solches Semikolon eingeben. Allerdings sind die Einstellungen bei CQP-HFU so gesetzt, dass das Semikolon automatisch eingefügt wird, wenn Sie Enter drücken und Sie sich so also nicht drum kümmern müssen. Das erklärt aber, dass das Semikolon immer auftaucht, wenn Sie eine alte Abfrage über die Pfeiltasten neu aufrufen. CQP zeigt in dieser Fehlermeldung auch an, wo der Fehler auftritt, also wo der erste Punkt in der Anfrage ist, den CQP nicht versteht. Ein Klassiker, gerade am Anfang, ist der folgende Fehler. Sie vergessen die Anführungszeichen, also vergessen Sie die Anführungszeichen komplett und geben nur Improvement ein. Dann interpretiert CQP das natürlich so, als wollten Sie ein Korpus laden und sagt Ihnen, dass dieses Korpus nicht verfügbar ist. Wenn Sie die Anführungszeichen vorne setzen, aber hinten vergessen, wie bei Improve, dann weiß CQP zwar, dass Sie einen String im Korpus suchen möchten, kann die Anfrage aber nicht abschließen, weil es nicht weiß, wo es aufhören muss. Den gleichen Fehler bekommen Sie übrigens auch, wenn Sie einfache und doppelte Anführungszeichen mischen, also vorne ein doppeltes eingeben und hinten ein einfaches. Wenn Sie eine Anfrage über die Befehlshistorie neu aufrufen, dann können Sie das Semikolon löschen, müssen es aber nicht. Sie müssen aber auf jeden Fall darauf achten, dass das Semikolon immer außerhalb der Anführungszeichen steht, also am Ende der Query. Wenn es innerhalb steht, wie etwa hier, Improve, Semikolon, Ausführungszeichen, dann bekommen Sie null Ergebnisse, denn hier interpretiert CQP das Semikolon nicht als Signal für das Ende eines Befehls, sondern als normales Satzzeichen im Korpus. Da Satzzeichen in einem Korpus aber von den Wörtern abgetrennt sind, also als eigene Tokens definiert sind, finden Sie hier kein Ergebnis. Das heißt also nicht, dass Improve nie vor einem Semikolon steht. Wie man nach mehr als einem Token sucht, das sehen wir übrigens in der nächsten Folge. Eine andere Kategorie Fehlermeldung ist diese, wenn Sie zum Beispiel das hier eingeben, Sternchen ment, weil Sie alle Strings suchen möchten, die auf das Suffix ment enden, dann bekommen wir das regex compile error repetition operator operand invalid bzw. illegal regular expression. Was ist passiert? Ja, die Operatoren, die wir in dieser Folge kennengelernt haben, sind ja sogenannte reguläre Ausdrücke und diese Fehlermeldung sagt Ihnen, dass diese regulären Ausdrücke hier falsch verwendet worden sind. Falsch verwenden kann übrigens zwei Bedeutungen haben, falsch im Sinne von der Ausdruck findet nicht das, was ich eigentlich haben will, beziehungsweise Ausdruck kann vom Programm nicht interpretiert werden. Und hier haben wir es mit der zweiten Interpretation von falsch zu tun, denn wir haben einen Stern eingesetzt, der das vor ihm stehende Zeichen 0 oder mehr mal wiederholt, wie wir in den vorigen Clips gesehen haben. Da aber vor dem Stern hier kein Zeichen definiert ist, kann auch nichts wiederholt werden. Nämlich das Sternchen ist ein Wiederholungsoperator und keine Wildcard. Deshalb sagt die Fehlermeldung, dass der Wiederholungsoperator Sternchen falsch eingesetzt wurde. Etwas verwirrend kann das folgende sein. Sie vertippen sich und geben statt U ein Ü ein, wie zum Beispiel hier. Ü, Punkt, Plus, Ausführungszeichen, kein Ergebnis. Sie gehen also zurück und wollen das Ü korrigieren, indem Sie auf die Back-Taste drücken und es löschen. Dann verschwindet zwar das Ü, aber es erscheint ein Fragezeichen. Warum das so ist, ist technisch etwas komplex, tritt aber dort auf, weil Zeichen wie Ü oder Ä für Computer eigentlich aus zwei Zeichen bestehen, nämlich aus dem U und dem Umlautgraphem Trema, also diesem Pünktchen. Wenn Sie hier also das Ü löschen, löschen Sie eigentlich nicht das Ü komplett, sondern nur einen Teil davon und dann erscheint so ein Fragezeichen. Das müssten Sie natürlich auch noch löschen, sonst interpretiert CQP das Fragezeichen als Optionalitätsoperator. Zusammengefasst, Fehlermeldungen kommen also immer dann, wenn das Programm nicht weiß, was Sie ihm sagen möchten. Wenn Sie am Anfang nicht genau verstehen, was die Fehlermeldungen genau bedeuten, dann rufen Sie die Anfrage nochmal auf und schauen Sie sich genau an. Am häufigsten werden übrigens Anführungszeichen oder Klammern vergessen oder reguläre Ausdrücke falsch eingesetzt. Man kann übrigens nichts kaputt machen, man kann nur zu schnell aufgeben.